Das ist immer ganz besonders schön. Ich frage mich, ob der Christian Leis auch das Meer mag, weil immerhin wohnt er ja gar nicht so weit weg vom Bodensee. Der Christian, der hat sich im vergangenen Jahr zu seinem 60. Geburtstag selber ein Geschenk gemacht, und zwar ein neues Album. Das heißt Anders. Und das war in der Tat auch ein bisschen anders, weil er zum ersten Mal seine Homosexualität thematisiert hat und damit auch die langjährige Liebe zu seinem Mann Ernst gefeiert hat. Wir freuen uns ganz besonders, dass er heute bei uns ist. Christian Leis! Ich glaube, ich hab dich noch nie so gesehen. Dein Lächeln war immer zum Sterben schön. Was? Hey, was ist passiert? Wenn's ein Problem gibt, nimm meine Hand. Für jetzt und für immer, wir halten zusammen. Sei dir sicher, dass du mich niemals verlierst. Und pfeif drauf, was die anderen sagen, das war uns immer schon egal. Denen macht man's eh nie recht, doch zwei wie dich und mich gibt's nur einmal. Komm, wir bleiben lieber anders, weil alle anderen gibt's schon Milliarden Mal. Wir bleiben lieber anders, denn wenn ich dich ansehe, gibt es gar nichts, was mir nicht gefällt. Komm, wir bleiben lieber anders. Du bist der Freund, den ich jedem wünsch. Mein Partner in Crime sind ein geiles Team mit dir. Ist alles so leicht. Und scheiß drauf, was die anderen sagen, das war uns immer schon egal. Denen macht man's eh nie recht, doch zwei wie dich und mich gibt's nur ein einziges Mal. Komm, wir bleiben lieber anders, weil alle anderen gibt's schon Milliardenmal auf der Welt. Komm, wir bleiben lieber anders, denn wenn ich dich ansehe, gibt es gar nichts, was mir nicht gefällt. Komm, wir bleiben lieber anders. Wir bleiben lieber anders. Ich will, dass du weißt, ich stehe auf deinen Kanten und Ecken. Du musst überhaupt nichts vor mir verstecken. Ich will nur, dass du versprichst, dass du bleibst, so wie du bist. Komm, wir bleiben lieber anders, weil alle anderen gibt's schon Milliarden Mal auf der Welt. Christian Leis! Christian! Kommst du zu mir? Schön. Komm. Wir gehen schon nach vorne. Ah, sehr, sehr schönes Lied. Jetzt bevor wir anfangen zu quatschen, machst du lieber Urlaub am Meer oder in den Bergen? Ich würde sagen am Meer. Ich bin so gerne am Meer, in der Sonne und bade gerne auch im Meer, und ich brauche das einfach. Sonne, Strand und Palmen, das ist mein Leben. Du hast doch gerade einen gesunden Turn, du warst offensichtlich gerade im Urlaub, oder? Ich war gerade in Mallorca, ich war auf einer großen Schlagerreise und bin erst seit Dienstagabend wieder zurück. Wetter war schön, ich habe die Sonne genossen, es war einfach herrlich. Deshalb wirkst du noch mal mehr entspannt, ja, als sowieso schon. Also, das war ein toller Erfolg, dein Album Anders. Hat dich das gefreut, dass diese Message bei den Leuten so gut angekommen ist? Ja, ich habe ja eigentlich keine Biografie schreiben möchten, weil ich zu faul bin zum Lesen, und ich habe gedacht, ich singe meine Biografie auf diesem Album Anders, und ich habe da alle meine Lebenszeiten darauf besungen, und ich hoffe, es hat gefallen, oder?
Auch ein Riesenerfolg war ja immer, wenn du mit Ute Freudenberg zusammen gesungen hast und du hast ja sie auch bei ihrer Abschiedstournee begleitet. Wie war das für dich? Ja, wir haben viele Termine gespielt, ich glaube 27 waren es, die waren alle ausverkauft. Es war für mich ein berührender Moment. Am 23. Dezember ist ja der Vorhang gefallen. Ute hat ja aufgehört. Leider, leider, leider. Wir waren 14 Jahre zusammen und an der Stelle ganz liebe Grüße an dich, meine liebe Schnuti. Schnuti! Ja, natürlich hat sie eigentlich aufgehört, aber trotzdem ist sie immer noch irgendwie da. Ich bitte, geh mal ein, zwei Schritte nach vorne, lieber Christian. Wir haben nämlich eine kleine Überraschung für dich, wenn du mal hier auf den Monitor gucken magst. Hallo, mein Großer, mein Christian. Ich weiß, dass du in meiner Heimat bist, in Hildburghausen beim Frühlingserwachen. Und da habe ich gedacht, ich schicke dir einfach mal ganz liebe Grüße und erinnere dich daran, dass am 18. Mai um 20.15 Uhr im MDR mein letztes Konzert meiner Karriere gesendet wird. Du warst bei jedem Konzert dieser Abschiedstour dabei. Und ich denke, das wird Emotion pur. Also vergiss es nicht und genieße es. Mach's gut, mein Kleiner. Oh. Süß, oder? Oh. Natürlich werde ich das schauen am 18.05. Das streichen wir uns alle dick im Kalender an, das ist der Pfingstsamstag. Ganz dick. Das merkt man schon, dass ihr euch mögt irgendwie, ne? Wir kennen jetzt so viele Jahre zusammen. Ich durfte auch so viele schöne Zeit mit Ute verbringen. Sie hat mir auch noch sehr viel beigebracht, was man auf der Bühne alles noch so tun und machen kann. Und das war ein Geschenk. Sie ist mein Sonnenschein und ich werde sie ewig lieben, solange wir uns kennen.